Heute möchte ich auf dem Videokanal meinen Wikipedia-Artikel zum Thema Gehörbildung vorstellen, den ich in den letzten 4 Wochen verfasst habe. Und vielleicht macht das ja ein bisschen Lust, den Artikel zu lesen, und vielleicht macht das auch die ein oder anderen neugierig. Nach einer Einleitung hat der Artikel insgesamt 4 Abschnitte. Und im ersten Abschnitt geht es um die musikpädagogische Praxis. Ja, dazu ist tatsächlich etwas zu sagen, denn die musikpädagogische Praxis in den Musikhochschulen sieht so aus, dass den meisten Musikstudierenden das Thema Gehörbildung erst bei den Aufnahmeprüfungen, bei den Eignungsprüfungen begegnet. Und sehr häufig sind diese Eignungsprüfungen doch sehr mechanisch, wenigstens in weiten Teilen mechanisch angelegt. Sie fragen Intervalle ab, sie fragen Akkorde ab und Tonleitern und so weiter. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht überein mit der Freude der Musizierenden und der Studierenden, die halt die Musik in ganz anderen Zusammenhängen kennengelernt haben und die auch normalerweise das Fach Gehörbildung in ihrem Einzelunterricht oder an den Musikschulen gar nicht oder kaum kennengelernt haben. Natürlich ist es was anders bei Chorsängern und Chorsängerinnen, die sich natürlich sehr intensiv mit den Fragen der Gehörbildung, insbesondere mit dem vom Blatt singen, beschäftigen müssen. Da ist es sogar bei sehr professionell arbeitenden Chören üblich, dass man die Fähigkeit des vom Blatt singens als Aufnahmebedingungen sieht. So, wer sich dafür interessiert, kann das alles lesen. Der zweite Abschnitt betrifft den historischen Aspekt, und im Laufe der Geschichte sind ja natürlich dann auch die Teildisziplinen entstanden. Das Fach Gehörbildung ist ja nun etwa 1000 Jahre alt, 1025, man weiß nicht das Datum genau, soll Guido von Arezzo ein System der Gehörbildung entwickelt haben, und dies ist alles nachzulesen. Allerdings sind diese mittelalterlichen Konzepte der Gehörbildung für die Leute, die sich heute für das Thema interessieren, nur von sekundärer Bedeutung. Also man kann da ruhig ein bisschen weiter scrollen und vielleicht dann zu den Methoden kommen, die dann so im 18. Jahrhundert entwickelt wurden. Also es wurde die Solmisation weiter vorangetrieben in einer ganz anderen Gestalt, als sie im Mittelalter üblich war. Und im 18. Jahrhundert kamen dann auch die Musiktheoretiker zum ersten Mal dazu, die sogenannte Notationskunst zu beschreiben. Also eigentlich eine Kunst, die man schon immer in der Musik beherrschen musste, denn es ging ja darum, das, was man musikalisch sagen wollte als Komponist, in Noten zu fassen, oder für die improvisierenden Musiker, die mussten halt das, was sie sagen wollten, in irgendeiner anderen Weise realisieren. Und das geht natürlich nur mit Hilfe des Gehörs. Die relative Solmisation ist entstanden, dann die Ziffernmethode von Jean-Jacques Rousseau. Also er nummerierte einfach die Tonleiter von 1 bis 7 durch und dann notierte er die Zahlen, und diejenigen, die dieses System gelernt haben, konnten dann sofort natürlich einfache Melodien singen. Der dritte Abschnitt widmet sich den etwas neueren Methoden und dann natürlich auch der Evaluation, das heißt die Frage, was bringt das überhaupt? 1956 gab es eine herbe Kritik an den konventionellen Methoden der Gehörbildung, denn es wurde kritisiert, dass sowieso die herkömmlichen Methoden, also Intervalle einzeln abzufragen, Akkorde einzeln abzufragen, dass das doch letztlich gar nichts bringt. Und deshalb schlug Siegfried Boris die sogenannte Höhererziehung vor, die wir vielleicht heute als Höheranalyse bezeichnen würden. Dazu habe ich dann übrigens auch noch einen Wikipedia-Artikel geschrieben. Was bedeutet das Höheranalyse oder Höhererziehung? Es ist eigentlich genau der umgekehrte Weg. Man geht also nicht von den kleinsten Elementen, den Intervallen und den Akkorden, den Tonleitern aus, sondern man betrachtet das ganze Stück, oder man äußert sich
zu den Höreindrücken, die man beim ganzen Stück hat. Und nicht zu Unrecht wird dann auch in dieser Kritik darauf hingewiesen, dass eine gewisse Hörlust ja letztlich auch wichtig ist. Dann, wenn man die Lust verliert am Hören und an der Gehörbildung, dann wird man ja auch nie was lernen, das ist ja völlig klar. Inzwischen gibt es natürlich zahlreiche multimediale Konzepte, die sich mit der Gehörbildung beschäftigen. Leider sind viele davon kostenlos erhältlich, die auch wieder nach dem uralten Input-Output-Prinzip arbeiten. Hier höre ich das Intervall, da mache ich ein Häkchen, hier höre ich den Akkord, da mache ich ein Häkchen. Das bringt letztlich nach der Auffassung vieler Fachleute ziemlich wenig. Höchstens, dass man vielleicht eine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule in einem gewissen Teilbereich besteht, aber das ganze System wird ja im Moment heftig von den Musikpsychologen hinterfragt. Inzwischen nutzen aber viele Kollegen und Kolleginnen, die das Fach Gehörbildung unterrichten, doch relativ dynamische Methoden. Das heißt, man wechselt, man ist nicht dogmatisch, man schaut, was es an relativen Solmisationsmethoden gibt, an Ziffernmethoden. Man kombiniert das mit den Methoden der Musiktheorie, zum Beispiel mit der Funktionstheorie, die von Hugo Riemann entwickelt wurde, und so weiter und so weiter. Es gibt also da zahlreiche Möglichkeiten. Jedenfalls der vierte Abschnitt widmet sich dem fachlichen Diskurs, und damit ist eigentlich auch schon klar, dass die Zielgruppe dieses Wikipedia-Artikels nicht nur die Studierenden sind, sondern die Zielgruppe ist natürlich auch die Kollegen, die das Fach unterrichten. Und hier wird erkennbar, dass der fachliche Diskurs überhaupt noch nicht abgeschlossen ist. Er ist eigentlich ziemlich in vollem Gange. Und darauf macht beispielsweise Anna Wolf aufmerksam in ihrer Dissertation, und sie lässt erkennen, dass der Diskurs in Deutschland völlig anders abläuft als in Amerika, in Nordamerika, denn dort gibt es eine Fülle von wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Gehörbildung. 175 Dissertationen habe ich gefunden, die ich in meinem Buch demnächst veröffentliche, und insofern ist das eine Einladung, dass doch auch vielleicht man im deutschsprachigen Raum sich noch intensiver mit den Fragen beschäftigt. The brain is your instrument. Also was ist das für ein Instrument? Und da kommen wir natürlich sehr schnell zu den Fragen der Musikpsychologie, der Kognitionspsychologie, der Wahrnehmungspsychologie und der Gestaltpsychologie. Ja, soweit die Vorstellung des Wikipedia-Artikels Gehörbildung. Wie gesagt, den Wikipedia-Artikel zum Thema Höranalyse gibt es auch noch. Und wer nicht mehr in Erinnerung hat, was im Hintergrund zu sehen ist, es ist eine Hörpartitur von Rainer Wehinger zu einer Komposition von Ligeti, Artikulation. Und diese Hörpartitur lässt ziemlich klar erkennen, dass die Notation, also die Visualisierung von Musik, manchmal wesentlich komplizierter ist, als das vielleicht normalerweise die Menschen meinen. Und das ist auch eine Einladung, über diese Problematik auditive und visuelle Analyse nochmal intensiv nachzudenken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und vielleicht habt ihr Lust, das eine oder andere zu lesen, aber verschluckt euch nicht an der Fülle des Materials. Das ist es auch nicht wert. Hört Musik und seid fröhlich, genießt den Tag. Ciao.